ist. Ja, ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Micha. Hallo. Schön, dass du uns die Sahnestückchen so irgendwann auch mal zeigst. Wie beim Kuchen, immer Scheibchen für Scheibchen. Das war Salami. Also, Kuchen ja, war egal. Stückchen. Was haben wir hier? Wir sind ja irgendwo im Saarland, glaube ich. Ja, ja. So. Und. Ja, wir haben hier einen Teich, der gar nicht so einfach, die Geschichte des Teiches ist gar nicht so einfach. Der wurde nämlich schon gebaut, wo das Haus gebaut wurde. Der ist also du redest gerade echt ein dummes Zeug. Der wurde gebaut, als das Haus gebaut wurde. Ja, also nicht nachträglich, sondern mit der Bodenplatte vom Haus wurde die Bodenplatte vom Teich gemacht. Dann wurde eine Sauna drüber gebaut und das ist auch die Problematik an diesem Teich. Wir mussten die Technik unter die Sauna bauen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Ich meine, also ich muss Sauna leer räumen, wenn ich einen Filter ran will. Oder ist das komplett unterkellert? Komplett unterkellert. Aber das war nicht so ganz einfach, weil die ganzen Abläufe natürlich mit dem Bauunternehmer abgestimmt werden mussten. Da musste man mehrfach hierher fahren. Wann ist die Burg hier gebaut worden, jetzt erst vor 2-3 Jahren? Ja, 2 Jahre schätze ich. Ja, 2 Jahre. Ja. Krass. Aber richtig schick. Ja, dann wurde das alles betoniert. Wir haben die Leitungen einbetoniert, mussten das alles schon auch von den Höhen schon abgleichen. War ein bisschen schwierig. Und dann wurde ein Inlay gemacht. Das heißt, die Betonwände und Boden wurden dann mit PE-Inlay überzogen. Und dann wurde Technik eingebaut. Und der Kunde hatte schon einen Teich in seinem alten Haus, Papierfilter, und er wollte was Moderneres. Das sehen wir uns dann gleich, haben wir einen Trommelfilter eingebaut. Dann hast du einen modernen Papierfilter eingebaut. Ein moderner Papierfilter. Also echt, und von meiner Seite aus, also mal weg vom Micha-Technischen, ich finde es halt einfach mega, hier so im Wohnzimmer zu sein. Also hier kann ich die Couch zeigen und die Koi. Auch kann mir jemand AA-Batterien schicken, meine Fernbedienung ist leer zu Hause. Ich gucke schon seit Tagen, ohne Witz, ich bin so lebensunfähig, ich gucke schon seit Tagen kein Fernsehen mehr. Und da hängen auch Fische an der Decke, wenn du das mal anschaust. Das sieht ja aus, wie jetzt Fischen wären. Ne? Das sieht aber wirklich nur so aus. Affe. So, und dann hat man hier so einen kleinen Vorsprung. Und dann hat man hier seine Koi. Das ist schon richtig lecker. Das Wasser ist richtig lecker und sind gar nicht so wenig Fische drin. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist nicht viel, aber doch, da tümmelt sich schon einiges. Hier ist der Futterautomat auch gut, dass die Koi hier vorne drauf, also an die Scheibe konditioniert werden. Und das Kimmer ist genau hinten im anderen Eck. Vom Strömungsding her ist es noch ein bisschen wild. Da ist die Strömungsplatte hinten, sieht man, ist nicht hoch genug, da schwappt es drüber und das zerstört alles. Bitte ändern, danke Micha. Jawohl. Ja, und wenn wir da reinschauen. Und das ist die Sauna da hinten. Im Hintergrund sehen wir die Sauna. Das wäre ja irgendwie genau mein Haus, lass es mal rausgehen. Wobei ich glaube, ich wäre gar nicht so oft in der Sauna. Okay. Jetzt wieder dumm. Nee, jetzt kann man sich das mal vorstellen. Die sind nicht fest, die Platten. Der Wasserstand ist natürlich. Da hier ganz kurz das Problem mit der Strömungsplatte, das geht da drüber und dann wird die ganze Strömung im Prinzip gestört. Ist es schlimm, wenn du mal auf dem Video drauf bist? Nein. Okay, also dann seht ihr im Hintergrund einen Frank, stolzer Besitzer dieses Teiches. So, oh, hier hinten, die Terrasse habt ihr voll geil gemacht, da laufen wir aber gleich nochmal vorbei. Aber jetzt rede, Micha. Ja, wenn wir mal da reinschauen in die Sauna, dann sehen wir, der Wasserstand im Teich ist schon in etwa so hoch wie der Fußboden in der Sauna. Stimmt. Wie will man da einen Filter installieren? Das heißt, man hat im Prinzip die Sitzbank nach oben gezogen und der Raum, der da entstanden ist, da wurde dann der Filter installiert. Geil. Also, da können wir uns mal runtergehen. Oder gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an, ja. Aber so, Fische sind gut drauf, Wasser sieht sehr geil aus, schöne Blasenbildung. Habt ihr noch Salz drin? Nein, also ein bisschen, ja. 0,2%. 0,2 ist nicht viel, also der Schaum hat biologisch-organischen Ursprung und das ist schon, gefällt mir. Besetzt dich das gut, können noch 2-3 rein, aber so wie Frank gesagt hat, will er eher ein bisschen ausdünnen erstmal. Dann folgen wir dir jetzt. So, dann gehen wir mal in den Keller runter. Ich hoffe, dass ich weiß nicht, wie es da aussieht, die war noch nicht unten. Leichtbürste. Licht. Jawohl, haben wir auch Licht. So, jetzt sind wir genau unter der Sitzbank der Sauna. Ach, und da ist der Boden höher gezogen worden? Genau aus diesem Grund ist der Boden höher gezogen worden. Dann haben wir hier
genügend Platz, um einen Filter zu installieren. In dem Fall ist ein Trommelfilter ein kleiner. Und, von Oase? Ja, die konnten gerade nicht liefern. Da haben wir einen Genesis genommen. Ah, okay. Ja, man kann nicht immer Glück haben im Leben. Ja. Hast du gerade Arschloch gedacht? Hat man das gesehen? Okay, weiter. Ja. Ich kann es ja machen, wir haben ja einen Erste-Hilfe-Kasten. Ja, dann haben wir noch einen Biofilter, der müsste da draußen irgendwo stehen, glaube ich. Den suchen wir gleich. Den schauen wir also, wir haben Wasserstand vom Teich ungefähr hier. Ungefähr hier. Genau, hier. Stück, ja. Und dann habt ihr einfach unter die Sitzbank von der Sauna habt ihr die Erhöhung gemacht. Ja. So, und ist es jetzt warm? Ach ne, dagegen ein bisschen Luft. Sauna ist ausgeschaltet. Ah, okay, so ist Sommer. Ja, hier haben wir die Technik alles. Brauchen wir nicht reinschauen, das wissen wir, wie es da drin aussieht. Ja, war nicht ganz so einfach, aber ich denke, es war eine gute Lösung. Auf sehr engem Raum haben wir alles untergebracht. Eine saubere Sache. Wie oft ist der Filter bisher stehen geblieben? Noch nie. Schwöre. 100%. Da lacht er jetzt. Sag ich mein Fauxpas von gerade vorher wieder gut gemacht. Wie lange ist der im Einsatz? Seit August vor 2 Jahren. Uff. Ja, soll es auch geben. Nein, ich finde es sehr geil, ich finde es toll, ich finde es super. Wie viele Liter lasst ihr da drüber? Wie groß ist der Teil? Also ich muss es schätzen, ich weiß es nicht. Also wir haben 2 Pumpenlauf mit 150 Watt. Ich denke mal, das geht aber ohne Filter aufmachen. Ich denke mal, ich will mal schauen, ob überhaupt durch. Genau. Ich schätze mal so um die 30.000 werden wir umwälzen. Ich weiß nicht genau, wie und groß der Teich ist das. Wie viel? Weiß, der Teich hat 32 Kubik. Ja. Genau, sind 2 Pumpen mit 150 Watt dran. Die Umwälzung sind ungefähr 30 Kubik in der Stunde. Ja. Ja, und ansonsten 150 Watt UV-Lampe. Die Luft mit 2 Halbdosen oder die Biokammer und den Ausströmer am Teich. Gibt es nichts zu sagen. Die Temperatur wird gesteuert über die Brennstoffzelle im Haus. Cool. Funktioniert. Picobello. Also wirklich, alles was man hier sieht, mit Hand und Fuß. Luftpumpe ist ein bisschen laut. Sollen wir die wenigstens gegen Oase austauschen? Ja, das werden wir machen. Das nächste Mal, wenn da was getauscht wird, kommt die flüsterleise Oase-Pumpe rein. Du hast die auch im Einsatz, gell? Ich habe die zu Hause, ja. Und bist du zufrieden? Ja. Geile Luftpumpe, oder? Ja. Sehen Sie, und das ist wahre menschliche Größe, wenn man auch die Produkte der Konkurrenz, so denn sie gut sind, auch lobt. Weil das machen die mit deinen Produkten übrigens auch. Finde ich gut. So. So, da muss jetzt noch irgendwo der Biofilter sein. Okay. Du warst noch nie hier, oder? Doch, aber das Zeug ist ja so versteckt hier. Na, ja, da schaut er aus. Da haben wir jetzt den Biofilter. Aber der ist relativ klein bemessen, oder? Okay. Ah, also der geht noch 2 Meter nach unten. Cool, mit Heizung, mit allem? Mit Heizung, Wärmetauscher. Isoliert? Ja, aber nur, ja. Pseudo-Isolierung. Viel bringt es natürlich nicht, dieses Neoprenzeugs. Aber es bringt im Sommer viel, zeigt sich schön auf. Ja, aber isoliert auch wieder. Also wirklich wunderschön angelegt, wunderschöne Terrasse. Also man hat wirklich von jedem Ort, wo man sitzt, egal ob man hier liegt, hat man die Koi. Oder ob man hier außen sitzt. Kommen wir mal hier rein, ich zeig dir mal was, was natürlich toll ist. In eine fremde Sauna. Hier riecht es nach Waldmeister. Ist natürlich auch eine tolle Situation. Aber die wird tatsächlich genutzt, so wie es hier riecht. Ich ziehe meine Schuhe aus, darf ich da mal nach oben? Ja klar. Juhu. Micha, zieh dich aus. Nein. Ich hab das gewusst. Micha, bitte. Das gewusst, du kriegst doch so viele Genesis-Blocks, wenn du dich jetzt splitterfasernackt ausziehst, dich hier oben ich hinlegst. Ich habe keine Kapazitäten mehr. Okay. Nee, aber das ist doch toll. Das ist mega geil, wer ist in so meiner Sauna gesessen? Ist ja voll geil. Ja, aber der, wo hinten liegt, der hat die Arschkarte, oder? Der sieht nichts mehr. Ja. Weil hier sind die so nebeneinander. Aber super. Ich finde, das ist eine Handanfertigung, die Sauna, oder? Gibt es ja im Katalog so. Ich habe die selbst gebaut. Selbst gebaut? Also innen selbst gebaut, ja. Okay. Und das bricht jetzt nicht zusammen. Also wir liegen da schon mal mit 6 Leuten. Warum sich das mal überlegen? Okay. Im Winter, wenn es draußen kalt ist, wenn da der Schnee liegt, ist doch das eine tolle Sache. Das ist ein Traum. Also wir gehen auch ins Wasser. Auch hier? Ja. Und wie oft nutzt ihr das oft, so wie es hier riecht? Also die Sauna nutzen wir sehr oft, also benutzen vom Teich eher weniger, mal zur Abkühlung, ja, aber jetzt nicht regelmäßig. Aber Sauna schon Sauna im Winter? Schon, ja, auf jeden Fall. Auch im Sommer. Im Sommer auch? Im Sommer auch, ja.
Okay, es gibt Leute mit einem besseren Kreislauf als ich. Verrückt. Nee, ganz, ganz tolle Geschichte. Toller Teich. Hier kann man lernen, wie man Teiche von der Lage her plant. Das ist wirklich ein Teil vom Haus, vom Leben, vom Wellness, vom Außensitzen, vom Ausruhen. Also man hat wirklich alles. Also ich habe... Ist nicht so ganz einfach. Es waren einige Gespräche mit Architekten und mit Bauleitern und so weiter nötig. Also das ist schon eine Vorgeschichte. Das ist nicht gerade mal eben so gemacht. Es hat auch gerade eine Nachgeschichte, sonst würdest du es nicht erzählen. Aber ich muss sagen, über alles betrachtet, muss ich sagen, habe ich noch keinen Teich gesehen, der so gelungen in den gesamten Wohnraum mit einbezogen wurde. Wirklich nicht. Und das ist aber halt auf der anderen Seite auch der Vorteil, wenn man mit dem Hausbau den Teich mitplant und macht und das gleich als einen festen Bestandteil mit einbezieht. Mhm. Richtig, richtig, mhm. richtig geil. Und wenn wir jetzt noch ein Ding haben, wie nachher die Abwärme von der Sauna in den Teich geht, wir werden nein, Spaß für die Humbug. So, habe fertig. Man hat mir Kaffee und Kuchen versprochen. Ja. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen. Bis dann, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.